Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die und dieser komischen Stadt ohne Zombies. Ich bin immer noch etwas irritiert. Ich habe hier schon mal so einen Storage gemacht. Und jetzt ist es auf jeden Fall dunkler geworden, als wir aufgehört hatten mit der Folge. War es eigentlich noch relativ hell? So, und ihr kennt mich, ich bin ein Mega-Schisser. Also für mich ist das hier gerade eine, eine große Herausforderung. Bei Nacht rauszugehen. Wenn ich in dieser Folge ein bisschen in mich gekehrt bin. Und ihr das erste Mal dabei seid, dann möchte ich sagen, es ist eigentlich nicht so. Ich erzähle eigentlich relativ viel, aber man weiß ja auch, wenn man lootet, gibt man dem einen oder anderen Zombie ein Signal. Dass man da ist. Ach ja, und genug looten ist ja etwas ruhiger. Deswegen machen wir einfach mal die Tür auf. Noch fühlt sich kein Zombie gestört, okay. Ich bin der Meinung, ich höre da immer irgendwas. So, wir sind erstmal drin. Hallo. Frame und so. Ach so, die Geschichte. Ein zu weit. So, wir sind ja jetzt erstmal drin. Und wenn jetzt einer kommt, wenn er nicht gerade drin spawnt, hätten wir ein bisschen Zeit, uns hier mit Frames zumindest Richtung Decke zu platzieren. Und hätten ein bisschen Luft hier. So, hier ist erstmal, das kann man alles abbauen, ist klar. So, genau. Oh, ich habe ich gesucht. Hallo, Mausrad, danke. Genau, haben wir, aber nehmen wir. Locked. Locked, alles klar. Zack. Ich glaube, das ist die Tür nach draußen, ne? Nee. Noch nicht. Das ist die Tür nach draußen, genau. Die kann zubleiben. Das. Das. Zack. Zack. Nice, mit einem Schlag, ehrlich. Das ist so nett. Mit dem Omme bin ich am Morgen unterwegs. 11 Uhr. Dann werdet ihr sehen, wie anstrengend das ist, wenn man noch eine schöne Iron Pickaxe hat und Mining 69er und so nicht gelevelt hat. Das ist. Oh, das kannst du keinem zeigen. So eine SMG kennen wir alle schon. Machen wir trotzdem wegen Skillpunkte hier, ne? Hatte ich ja schon mal in früheren Folgen erklärt. Also, wurde mir auch nur gesagt. Ich habe es meistens zu Papier umgebastelt. Wir nehmen erstmal einfach alles mit. Scrappen und wegschmeißen können wir immer noch. Taschen sind ja gerade leer. Und wir haben ja auch in der letzten Folge einen Einkaufskorb gefunden. Aber nochmal. Es kann doch nicht sein. Ich höre Zombies. Kann doch nicht sein, dass hier in dieser Stadt keine Zombies sind. Ist doch ein Witz. Achso, übrigens, also im Hocken und rausziehen ist leiser looten. Aber jetzt kommt natürlich nichts.
Also wenn du mit R, so mache ich es immer, ne? Ich loote immer mit R. Aber wenn man mal so einen Moment hat, wo man sagt, nee, ich möchte jetzt gerade so leise wie möglich sein, dann einzeln rausziehen. Das leiser nochmal. Wie leiser ist das? So. Hahaha. So. Ich versuche mich gerade selbst zu beruhigen. Ach, Quatsch. Aber ich bin der Meinung, ich höre oben Tippeltappels. Ich glaube auch immer noch, dass das ein Witz ist, dass hier keine Zombies sind. Ich meine, wir haben Tag 25. Und an jedem Zeltlager stehen gefühlt 10 Zombies. Und hier in so einer fetten City soll nichts sein? Das kann ich irgendwie nicht glauben. So, oben haben wir nichts übersehen. Da gehen wir jetzt nicht hoch. Wollen ja den Zombies nicht zeigen, wie es funktioniert. Ich hab doch schon wieder. Bin ich sensed? Boah. Scheiß Gewitter. Wir jetzt schon überall? Hier ist draußen. Oh. Hier ist keine Tür. Athletics. Nehmen wir das jetzt noch ein bisschen auseinander? Erstmal sagt ja kein Zombie was, ne? Ich will dich gar nicht. Oh Mann, ey. Was ich am besten scrappe. Und vor allem auch, was ich unten im Inventar lasse. Also wir machen ja. Wir provozieren sie mal ein bisschen. Aber bisher war das ja recht chillig. Aber man kriegt hier, glaube ich, keine Batterien raus, ne? Ich glaube, das ist einfach nur so ein Kabelspender. Schade eigentlich. Weil so ein bisschen für mich logisch wäre, wenn man hier auch eine Batterie rauskriegen könnte. Oder Motor. Sein, dass es wirklich eine City gibt, die zombiefrei ist? Das kann ich nicht. Oh, Alter, Mann. Also ich muss es jetzt auch nicht provozieren, rauszugehen, muss ich gestehen. Also wenn ich wüsste, ne, dass es keine Mini-Horde ist, sondern ein einzelner. Ach komm, scheiß drauf. Nee, nix scheiß drauf. Direkt hunted. Ist das ein. Das ist ein Feral-Zombie! Es ist 3:15 Uhr.
Ich glaube bis jetzt nicht. Wo gehe ich denn? Ein Verhaltszombie ist hier. Der verarscht mich. Den krieg ich doch niemals tot. Ich sehe Feralzombies. Erst nix und dann Feralzombie. Dich hätte ich erst in 8 Tagen erwartet. Quatsch, 8 Tagen, in 3. Okay. Den werde ich nicht down kriegen. Aber die brauchen für die Iron Bars. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Bleibt mal schön an den Iron Bars, Freunde. Na, wir werden die eh nicht looten können. Solange der Ferale da ist. Also so ein Feralen. Oh. Ja, ist wie zerstörte Stadt ein bisschen. Dann dürfte hier auch noch der ein oder andere Hund unterwegs sein. Da ist der Spucker, der spuckt aber nicht. Hier soll es recht sein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie sich an den Iron Bars so die Zähne ausbeißen. First Target. Kommen jetzt alle auf einmal. Wo ist der Hund? Oh, fuck. Stimmt. Kommen die alle her? Und warum jetzt nur da? So, ich habe jetzt nicht den besten Loot dabei. So, das müsste schnell gehen, zum Glück. Alter, da ist ein Feraler dabei. Ist ja Wahnsinn. Da müssen wir den Shotgun aber noch ein bisschen besser werden. Wir gucken uns die City nochmal ein bisschen an. Okay, da sind auf jeden Fall die Zombies. Gerade. Da sind jetzt auch welche. Aber warum waren die denn am Eingang nicht? Das kann ich gar nicht so richtig verstehen. Ich fahr mal ein Stück weiter. Das war ja wie eine kleine Horde, da war ich ja nur nicht drauf vorbereitet. Ach, schade, dass er mir das nicht anzeigt. Ich hatte eigentlich... Ich wusste gar nicht, dass er mir die... ach doch, jetzt Meiningheim, so sieht man's. Anders nicht. Parish and goodbye erstmal. Oh, warte, warte, warte. No, 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 no. Das ist hier Armageddon. Jo. Hier wird gerade die Welt begrenzt. Hier gehen wir nicht hin. Wir drehen. Moin. Wir drehen einmal. Also Parishion ist nice. Das ist eine schöne Kirche hier. Kapelle, Kirche, Kirche. Kirche. Mit Feral-Zombies, ja. Also, alles andere hätte mich... Was ist denn das für ein niedlicher Zaun hier? Da haben die schön gemacht.
Alles andere hätte mich tatsächlich eigentlich auch ein bisschen gewundert. Für so eine fette City. Aber trotzdem, die sind sehr, sehr vereinzelt. Und haben sich natürlich hier gerade versammelt. Ich sag nochmal kurz Tschüss erstmal fürs Erste. Danke, dass ich das looten durfte. Die Kiste darf ich nicht vergessen. Aber das werde ich ja an den Frames erkennen. Okay. Also für eine Base ist es natürlich sehr spannend, wenn hier Feralisch spawnen und Zombies sind. Zombies. Hunde, Mann. Dann ist es natürlich ein spannendes Thema, ne? Die muss man dann nicht ständig haben. Okay, hier gibt es keine. Oh, ist ein bisschen laggy hier. Hier gibt es nochmal so einen Hintereingang. Joyce Used Cars. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Auch ein Chase-Screenshot. Schon sehr eigenartig mit den sehr wenigen Zombies. Könnte hier rechts nochmal fahren. Oder die Gegend ein bisschen erkunden. Oh, ist das laggy. Ich hoffe, das wird die Aufnahme nicht stören. Also, dass es dann irgendwie ständig irgendwas hat. Oh, hallo. Moin. Hier fahren wir nicht lang. Alles klar. Perishen ist also hier ja. Wie sagt man? So ein Eckort. Ich nenne es Eckort. Parishion. Eckiano. Gut. Weiter geht's. Ja, heute 15:30 Uhr die Folge. Ich werde heute, wenn nichts Besonderes dazwischen kommt, mal wieder auf Twitch sein. Wieder ein bisschen rumtwitchen. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob mit der auf dem Community-Server. Oder einfach so ein kleines Spiel oder ein ganz anderes Spiel mal, was anderes als 7 Days to Die, spiele ich ja eigentlich auch. Ja. Oh, moin Bärchi. Und ja, auf jeden Fall ist es heute nochmal so 16 bis wahrscheinlich bestimmt 20, 21 Uhr. Also wenn ihr die Folge ein bisschen später guckt, auch dann gerne nochmal. Und wenn ihr euch fragt, Mensch, ja, ich würde gerne, aber ich weiß gar nicht, wo dein Twitch-Kanal ist. Ist relativ easy. Mit LP Gonchi ist erstmal grundsätzlich alles zu finden. Sowohl auf Twitter, Facebook und was man sonst noch so kennt. Das ist unten verlinkt in der Beschreibung. Also einfach Beschreibung aufklicken. Und dann, ja, geht das. Die Gläser brauchen wir nicht unbedingt, nehmen wir aber. Und der ist sehr schlecht. Den scrappen wir direkt. Das können wir eigentlich alles, braucht kein Mensch hier. Die Schuhe auch nicht. Vielleicht finden wir ja noch was. Oh! Ach, die weiß ich schon. Natürlich. Ich war einfach so begeistert eben. Zack. Nicht mehr viel Muni. Wir müssen uns wieder ein bisschen Muni machen. Eigentlich müsste ich auch noch mal unten in mein Bergwerk quasi. Das ist ja mittlerweile, kann man das ja so nennen. Alter, ist hier nichts unter? Oder komm ich? Ach da! Oh. Das können wir direkt scrappen. Also beim 600er, da kann man ja schlecht nein sagen, ne? So, mehr ist hier nicht. Naja, man könnte rein theoretisch noch ein bisschen Leder mitnehmen. Ein bisschen.
Na, hab ich Lärm gemacht? Komm noch. So, repairen könnten wir das Ding dann eigentlich auch noch hier, also die. Aber mittlerweile sterben die auch bei einem Schuss. Ja, trinken wir mal. Oh, mir ist warm. Ich hab's nicht gesehen. Wir ziehen mal das Wärmste aus. Das ist das wahrscheinlich. Plus 30. What the? Oh, Mist. Das reicht nicht. Können wir irgendwas scrappen? Die Wrench scrap ich mal. Ich habe eine bessere da. Was macht die? Plus 5. 5. Die machen ja alle Minus, ja. Na komm, dann nehmen wir die auch nochmal. Ja, alles klar. Jetzt ist wieder alles Chico. So, hatten wir ja. Reifen. Was für Reifen haben wir? Haben wir gute? Wir können ja froh sein, dass wir überhaupt mit dem Bike haben, nach den bisherigen Erlebnissen. Piste, komm. Zack. 210. Zack. Wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Da ist er. Super. Oh, nein. Weiß gar nicht. Ja, da waren Reifen. Sehr gut. 248er. Wir. Dann haben wir es doppelt. Basecamp. So. Dreihundertachtziger. Naja. Es wird. Das können wir austauschen. Untouched. Siehst du, haben wir noch übersehen hier, weil es so schön spiegelt. Guck mal, den nehmen wir auch nie. Zack. Zack. Und 380er. Bam. Achso, mich hatte mal einer drauf angesprochen und hat gesagt, hier die Summe ist doch nur für die Haltbarkeit. Also hier die Zahlen. Ist nicht richtig. Damit wird auch Defense, Noise und Speed. Und ich sehe gerade, Seats wird jetzt hier auch angezeigt. Da wird offensichtlich schon mal implantiert, dass es wohl auch mal zwei Seats geben wird. Ich bin gespannt. Vielleicht wie bei einem Spiel, was ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe und wahrscheinlich auch nicht mehr anfangen werde. Wie bei World of Warcraft, da gab es doch immer, hat doch immer, was war denn das? Techniker oder wie hießen die denn nochmal? Nicht Alchemisten? Die konnten auch so ein Minibike machen. Das sieht aus wie Schneebiom. Da müssen wir nochmal schnuppern. Ah! Ah ne, ist nur ein Haus. Ich dachte, jetzt kommt eine City. Da fahren wir erstmal so vorbei. Ist auf dem Boden. Nix. Nichts. Oh, oh. Okay, da kommt nichts mehr. Hier wird wieder Nervous gehen. Abgeschnitten. Mal einmal aufdecken. Ging das? Ach, komm, geht nicht. Ich werde es ja sehen. Obwohl, wir können dieses Haus. Wir können ja gucken, was hier ist. Hier ist kein Zombie. Hier ist kein Zombie, sondern ein Bär. Der Gonchi. Er ist so ein Schisser. Ja, nervt das gerade so ein bisschen mit der Muni. Also ich will eigentlich da irgendwie jetzt erstmal vorankommen. Und ein Bär ist ja auch nicht so ohne. Vielleicht sollte ich da in Shotgun noch ein bisschen besser werden. Leben sieht ja auch gerade nicht so gut aus. Deswegen. Apropos. Und von daher lassen wir das gerade mal mit den Bären. Ja. Aber wir sind tatsächlich schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Wir haben heute Freitag und somit ist es die letzte Folge für diese Woche. Aber es geht weiter. Und zwar Montag. Montag 15:30 Uhr geht es weiter. Ihr kennt es ja.
Folgen immer montags bis freitags 15.30 Uhr. Ansonsten gibt es aber auch jetzt am Wochenende nach wie vor Weekend Luterblut. Geht morgen los um 11 Uhr, am Sonntag auch um 11 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort auch reinschaut. Ja, lasst einen Daumen da, teilt das Video. Ich bin jetzt auch bei Twitter. Schaut einfach unten rein. Bis bald. Tschüss. Und das Häschen sagt auch Tschüss.